Gott miteinander. Heute habe ich mal einen Ausflug in die Schweiz gemacht. Ich bin hier im Kanton St. Gallen an der Grenze zu Graubünden am Rhein. Hier bei der Wiener Forst, wo ich vor über 30 Jahren angefangen habe. Ja, wir sehen da jetzt eine alte Tradition, wie der Hans aus Furna, das ist im Prättigau Richtung Davos, schon in vierter Generation mit seinem Enkel Mischa Lerchenschindeln erzeugt. Das ist noch reine Handarbeit mit viel Wissen und Können. Da werden die Schindeln vorgespaltet und dann werden sie zugeputzt und sind so dann ein wertvolles, natürliches Produkt aus der Region, wo wieder viele Jahrzehnte eine Almhütte bedeckt. Ja, der Hans nimmt sich auch die Zeit, einmal mit dem Örgele zu spielen. Ja, wie man hier sieht, es ist nicht immer so einfach, wie es ausschaut. Da die schönen Lerchenstämme, die Lerche hat manchmal Tücken in sich, wie hier. Man sieht, wie das Holz verdreht ist, da ist das Wissen umso mehr gefragt, um sowas herzustellen. Wo sich die Schweiz von Österreich etwas unterscheidet, ist in dem, dass Holz, Wald, Tradition braucht, um einfach noch einen höheren Stellenwert hat, wie wir hier beim Hans sehen. Bravo, Hans!